Hallo, hier ist wieder Ihre CDU Münzenberg. Daten, Zahlen und Fakten, das sind wichtige Arbeitsgrundlagen für die Politik. Die Parlamentarier in unserer Stadt arbeiten auf dieser Grundlage. Und auf dieser Grundlage ist auch die Initiative für das Bürger- und Besucherzentrum entstanden. Ein Grundstück wurde gekauft auf Grundlage von Spendengeldern. Damals wurde entschieden, das Grundstück an das Land Hessen zu verschenken für die Investition. Ziel dieses Grundstücksbebaus ist, dass dort der Tourismus in der Stadt eine Anlaufstelle bekommt und das ganze Jahr Bürgerinnen und Bürger und Besucherinnen und Besucher einen Punkt in der Stadt haben für Veranstaltungen, für Informationen. Informationsstand war, dass das Land Hessen das Grundstück nur annimmt mit sanierter Mauer. Unser Informationsstand war und ist, dass eine Mitbenutzung durch städtische Vereine und Einrichtungen der Stadt von der Burgen- und Schlösserverwaltung nicht gewünscht sind. Von daher hat die CDU mit den Partnern diese Aktion gestartet und eine Planung angestoßen und war beharrlich, das Ganze in den Ausschuss zu bekommen. Nun ist es im Ausschuss, nun wurde sich letzte Woche etwas abgestreift aneinander, aber am Ende ging es darum, diese Idee voranzubringen. Welche Lösung am Ende rauskommt, werden wir sehen. Ob wir in Eigenregie das Ganze bauen, ob wir das Ganze abwägen mit anderen Problemstellungen in der Stadt, sei es Jugendraum, sei es Senioren- und behindertengerechte Räumlichkeiten für Münzenberg, sei es eine Umnutzung für das Rathaus Münzenberg, also viele Sachen, die zusammenkommen, sind jetzt gemeinsam im Ausschuss und werden dort beleuchtet und wir können endlich schriftliche Informationen bekommen, die bis heute nicht vorliegen von der Burgen- und Schlösserverwaltung. Was wollen die, was können die, was stellen die sich vor? Das soll abgewogen werden und dann eine Entscheidung für Münzenberg getroffen werden, die nachhaltig ist und die natürlich finanziell günstig ist für die Stadt. Aber wir wollen mehrere Probleme lösen und von daher wollen wir die Diskussion führen. Diese Art Problemstellung befindet sich auch bei anderen Gebäuden und Investitionen in der Stadt, sei es rund um die Stadtverwaltung, sei es um das Bürgerhaus Gambach. Auch dort gehören alle Fakten auf den Tisch. Es hieß mal, über 4 Millionen sind die Investitionen an den Gebäude. Dann waren es noch ein paar hunderttausend. Am Ende sollten vielleicht nur noch Fenster gestrichen werden. Da auch die Fragestellung, wo wollen wir hin? Welche Projekte drücken? Oder ist auch in Gambach eine überörtliche Zusammenarbeit mit dem Wetteraukreis eine Lösung, um vielleicht eine Mehrzweckhalle in Gambach zu bauen? Man sieht, Daten und Fakten sind eine wichtige Grundlage. Sie sorgen dafür, dass Menschen in Diskussion gehen und Ideen entwickeln und von daher sollen keine Daten vorenthalten werden und alle Informationen fließen, das am besten schriftlich, um wirklich am Ende für die Stadt eine Lösung zu finden. Wieso jetzt Mehrzweckhalle? Und wieso Wetteraukreis? Das bin ich Ihnen jetzt natürlich noch schuldig, denn die Schulturnhalle ist auch ein Sanierungsopfer. Das Gebäude ist völlig abgängig, viel zu klein und ist es denn nicht sinnvoll, dann wirklich abzuwägen, können wir auch zwei Probleme in interkommunaler Zusammenarbeit durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemeinsam bauen? Und es gibt eine Mehrzweckhalle in Gambach, wo auch mehrere Probleme auf einmal gelöst werden, bevor wir am Ende wieder Stückwerk machen. Wir sind bereit, wir wollen gestalten, vertrauen Sie uns und das Thema und die Themen werden nach der Wahl bearbeitet. Gemeinsam mit uns für Münzenberg. Ihre CDU.